Ja, 3:1 gewonnen hier in Steinbach. Wir haben es gerade gesehen, David Kammerbauer bei uns. 100 Ligaspiele für die Blauen. Wie hat sich's angefühlt? Anstrengend. Also heute wirklich sehr anstrengend nach der kurzen Zeitspanne zwischen Samstag und jetzt Dienstag. Lange Reise gehabt, langer Tag heute, aber geiles Gefühl. Ja, du hast es gesagt, 2 Spiele gemacht und dann fängt es erstmal an. Ich glaube, die Abstimmung hat in den ersten 10 Minuten bei euch auf der Seite noch nicht so ganz gepasst, oder? Ja, war schwierig. Der Außenverteidiger ist hochgeschoben, viele lange Bälle, schnelle, wendige Spieler. Aber ich glaube, mit der Spieldauer haben wir es dann ganz gut im Griff gehabt und auch verdient gewonnen. Genau, du sagst es verdient gewonnen. Woran hat es am Ende gelegen, dass wir das am Ende dann doch über die Zeit gebracht haben? War ja zwischendrin vielleicht nicht so einfach. Ich glaube, wir sind einfach ein geiles Team, geile Mannschaft, charakterstark. Wir hauen uns in jeden Ball. Vor allem war uns klar, nach so einer langen Reise, hier wollen wir auf jeden Fall was mitnehmen. Wenn du so lang vorne bist, 2-0, dann auch noch 2-1, dann willst du ja auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen. Deshalb. Was ging euch nach dem 2-1 durch den Kopf? Ja, nach dem Standard ist ärgerlich. Ist immer ein bisschen bitter. Ich glaube, Köpf wird abgefälscht, steht mir noch durch die Beine. Kurz der Kopf vielleicht unten, aber wie gesagt, wir sind eine geile Truppe. Wir kämpfen alle füreinander, wir hauen uns rein. Perfekt, dann sehen wir uns am Samstag wieder und dann wird hoffentlich weitergekämpft. Vielleicht gibt es da ein paar Tage mehr zur Erholung. Ja, morgen ist frei, aber jetzt haben wir erstmal noch eine lange Heimfahrt. Okay. Aber vielleicht gibt es da auch ein isotonisches Erfrischungsgetränk. Kleines Bierchen, vor allem hier nach den 100. Alles klar, dann wünsche ich guten Durst und bis dahin auf die Blaue. Auf die Blaue. Danke dir. Danke euch. Ne? Zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel unseres TSV Steinbach-Haiger gegen die Stuttgarter Kickers. Endstand 1:3. Es waren 1.583 Zuschauer anwesend. Vielen Dank für jeden Besucher, der hier war. Ich habe die Trainer bei mir, Mustafa Ünal von den Stuttgarter Kickers. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und unseren Trainer Pascal Bieler, der hätte ich auch gerne gratuliert, aber... Naja, wir kommen jetzt zu den Statements der Trainer und den Anfang macht natürlich unser Gast. Schönen Abend zusammen erstmal und vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, es ist gerade ein bisschen schwer, was zu sagen, weil es brutal intensiv war. Also wir wurden heute wirklich an unsere Grenzen gebracht, mussten auch unsere Grenzen sogar verschieben, was Einsatz, Leidenschaft, Laufbereitschaft angeht. Dass wir uns dann hier gegen so einen Top-Gegner mit dem Sieg belohnen, ist natürlich eine Wahnsinnssache für die Jungs. Aber wie gesagt, da war schon Schwerstarbeit angesagt. Wir haben es erwartet. Aber wenn man dann auf dem Platz steht und die Qualität sieht, ja, dann denkt man am Anfang erstmal, boah, schon werden lange 90 Minuten. Aber die Jungs haben sich wirklich hervorragend reingekämpft in das Spiel. Gehen in Führung, gibt uns Auftrieb, ja, verteidigen gut. Waren es 2-0. Klar, haben wir dann auch unser Keeper, holt den einen oder anderen richtig gut raus, hält uns da sehr gut drin und in Führung. Dann kriegt man 2-1 und dann kommt das ganze Stadion, dann kommt nochmal die ganze Wucht, die ganze Qualität. Ja, und dann muss man wirklich viel leiden. Aber waren auch bereit zu leiden, da waren wir uns nicht zu schade als Mannschaft, haben das hervorragend gemacht. Ja, haben auch beim einen oder anderen Schuss, der knapp vorbeigeht, natürlich ein Quäntchen Glück, aber setzen danach am Schluss den Punch und gewinnen hier 3:1. Wir sind einfach absolut stolz, dass wir hier gegen so einen starken Gegner nicht nur eins, sondern direkt 3 Punkte mitnehmen. Und ja, jetzt gilt es einfach, das aktuell heute zu genießen, aber dann schnell zu regenerieren und dann das nächste Spiel steht ja schon wieder an und die wird dann wieder schwer genug für uns. Ja, vielen Dank für das Statement. Ja, Pascal, dann bitte ich dich jetzt um deine Worte zum Spiel. Auch erstmal von mir Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, am Ende war es dann auch ein verdienter Sieg. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel gekommen sind, dass wir es geschafft haben, das auszustrahlen, was wir wollten. Ich glaube, mit der Zeit waren die Chancen ausgeglichen. Ich glaube, so ein gewisses Übergewicht kam nachher durch die Standards dann einfach zur Geltung. Und nichtsdestotrotz haben wir darauf hingewiesen, dass die Stuttgarter Kickers sehr, sehr gute Schützen haben und viel auch aus der zweiten Reihe schießen. Und auch beim 1-0 waren wir einfach zu passiv. Wir sind im 2-1 in der Überzahl, treten nicht raus, blocken den Schuss nicht. Liegen dann hinten und wir wussten von vornherein, dass es ein schweres Spiel wird gegen eine Mannschaft, die als Kollektiv wie auch einzeln sehr, sehr viel investiert, sehr gallig ist. Dann ist es schwierig, kommen raus aus der Halbzeit und fangen uns eigentlich fast ein identisches Tor, wo wir wieder nicht raustreten, wo wir den Schuss wieder nicht blocken. Und ich glaube, aus 3 Metern kann man den dann fast gar nicht mehr nicht machen. Dann ist das Spiel halt 2-0 gewesen und dann hatte man so dieses Momentum,
wo man dachte, jetzt ist die Mannschaft da mit dem Anschluss und dem Stadion, hatte man, glaube ich, vielleicht dann auch nochmal diese Kassel-Effekt und da waren wir dann wirklich da, wir haben gedrückt und der Unterschied war dann einfach, dass Stuttgarter Kickers den Ball ins oder aufs Tor geschossen hat und wir immer daneben. Und da sind die Bälle dann rechts und links neben's Tor gegangen und aktuell ist es eine Phase, die wir als Team zu überstehen haben, die wir, glaube ich, auch nur überstehen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir weiter an uns glauben, an unsere Stärke, an unsere Qualität, wenn wir weiter hart und konzentriert arbeiten und dann werden wir auch zusammen es schaffen, den Bock wieder umzustoßen und dann solche Spiele, enge Spiele auf einem hohen Niveau spielen. Ich glaube, ich habe es auch vor dem Spiel gesagt, es wird, glaube ich, ein schönes Spiel, weil es intensiv wird mit Flutlicht, dann halt auch für uns entscheiden können. Und da gilt es jetzt einfach dran, englische Wochen gut zu regenerieren. Wir haben jetzt wieder dann ein schweres Auswärtsspiel in Aalen, weil Aalen auch sehr gut drauf ist und für uns gilt es einfach nur, alles das, was zum Fußball dazugehört, auf den Platz zu bringen, Fußball zu spielen, mit Mut, mit Spaß, mit Überzeugung. Und dann glaube ich, dass das auch schnell wieder in die richtige Bahn geht und euch eine gute Heimfahrt, weiterhin viel Erfolg und angenehmen Abend noch. Ja, Pascal, danke auch für dein Statement. Ich schaue nochmal, gibt es eine Frage im Presseraum? Das ist nicht der Fall. Dann eine gute Heimfahrt euch nach Stuttgart und für unsere Fans am Samstag geht es für uns beim VfR Aalen weiter. Kommt mit oder schaltet zumindest bei Leaks ein, unterstützt die Mannschaft weiterhin. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend.